Trebesius from the ECR. Ulrike Trebesius von der EKR-Fraktion. Ich sitze hier, Herr Dombrovski. Sehr geehrter Herr Dombrovski, Sie gelten als ehemaliger Premierminister Lettlands als eine Person, die im eigenen Land wichtige Strukturreformen durchgeführt hat. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie das Konzept einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung unterstützen. Werden durch die Einrichtung dauerhafter Transferleistungen nicht die ursächlichen Probleme innerhalb der Eurozone, nämlich verfehlte Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik mancher Mitgliedstaaten, in die Zukunft verlagert und durch die Reformverschleppungen die Arbeitslosigkeit noch verfestigt? Werden nicht Länder wie beispielsweise Deutschland bestraft, die über flexible und robuste Arbeitsmärkte verfügen, oder Länder wie Lettland, die diese schwierigen Reformen bereits durchgeführt haben? Wie wollen Sie zukünftig die Umsetzung von Strukturreformen vorantreiben bzw. überwachen? Und meine zweite Frage, welche weiteren Transfermechanismen innerhalb der EU wollen Sie stärken bzw. zukünftig einführen? Vielen Dank. Ja, also vielen Dank für diese Frage, was die gemeinsame Arbeitslosenversicherung angeht. Ja, das ist eine Idee, die eigentlich diskutiert wird. Wird diskutiert in Zusammenhang mit einer fiskalen Kapazität der Eurozone. Aber zurzeit, man muss auch klar sagen, es gibt kein deutliches Konsensus dafür, auch im Rat. Und in jedem Fall, wenn wir in diese Richtung gehen wollen, dann brauchen wir auch eine Vertragsänderung. Das ohne Vertragsänderung geht es nicht. Und ist ja auch klar, dass mehr Solidarität heißt auch mehr Kontrolle und mehr Verantwortung. Die beiden passen eng zusammen. Also zurzeit ist jetzt keine Frage von der nahen Zukunft. Vielleicht mit Vertragsänderung können wir es diskutieren. Aber was die neue Kommission eigentlich machen will, ist zu sichern, dass die Arbeitslosenversicherungen verschiedenen Mitgliedsländer dann wirklich gezielt genutzt wird und vor allem an die Zielgruppen, die besonders problematisch sind, wie junge Leute. Wir haben die junge Arbeitslosigkeit-Initiative, die ich glaube, wir wirklich fortsetzen sollen, aber auch dann zum Beispiel ältere Leute, die dann noch nicht die Pensionsalter erreicht hatten. Also zurzeit müssen wir dann gezielter mit Mitgliedstädten arbeiten. Danke.